Willkommen zum Video. Ja, heute soll mal natürlich sein ein Thema, was ich natürlich gefunden habe. Und zwar Windows 10 geht's heute. Ja, Windows 10 mit den guten von euch, von den Softwares, Antivirenprogramm zu kaufen und nutzen. Erstmal vorab, das Windows 10, dass ich das Marktanteil dieses beste System, was man haben kann, was gut schützen kann. Dafür gibt es natürlich auch Leute, vertrauen kein von diesen Dingen, das mehr schützen als Dateien und sowas zum Beispiel. Leute gehen einfach Internet und kaufen Antivirenprogramm und installieren das oder kaufen das und einfach das ganze surfen, abzusichern Dateien und sowas zum Beispiel. Aber ihr könnt es auch vermeiden. Ihr könnt aufhören zu kaufen, einfach auf Windows 10 überlaufen. Ich sage, ich vertraue Windows 10, was er macht und was ich beispielsweise passt mich auf, was ich im Internet so mache, was ich runterlade und jetzt gibt mir falsche Scheiße Werbung auf den Sack. Hier, komm, geh mir auf den Sack, komm, weg, hau ab. So, weil, wenn man zum Beispiel Antivirenprogramme kaufen sollte, hier zum Beispiel das kaufen für einen Preis und sowas zum Beispiel, vielleicht hier McAfee und sowas zum Beispiel, was auf dem Laptop da drauf ist und dann kaufen die Leute das und dann haben die Leute besser geschützt und das ist eigentlich was Falsches gemacht haben. Ich sage, die Leute machen was falsch und zwar die Leute kaufen das und Leute sind einfach das billige Leben, weißt du, dass sie das kaufen, also sagen sich, puh, ist mir kein Problem, dass ihr das kauft, aber egal. Ich möchte mit euch natürlich sagen, dass Windows 10 das besser schützen kann, sich selber ohne Virusprogramm oder Antivirenprogramm nicht zu installieren. Das schützt besser, das schützt zwar alle. Also wenn ich habe auf Windows 10 Pro, also hier habe ich Pro-Version, ich kann noch mal kurz gucken. Hab's gefunden. Oh, perfekt. Ach, das ist. Ach, schreib mal WinFair, ne? Hab's gefunden. Wie jetzt denn? WinFair. So, jetzt habe ich es gefunden. Ja, Windows 10 Pro habe ich drauf, ne? Also Pro, das ist auch aktiviert. Und ich kann natürlich auch, man braucht noch ein paar Maßnahmen und zwar, ja, E-Mail achten und sowas zum Beispiel, aber. Dass ich sage, ja, manchmal sind welche Seiten, man lädt was runter und das ist, man guckt man genau hin, ist das Virusseite nicht und zum Beispiel geht man auf YouTube was ein und dann muss man auf dem Internet noch schützen, was man da runterladen tut, aber was zum Beispiel bei mir zum Beispiel Fall ist, weil zum Beispiel dieses Virenprogramm, ich habe da mal ein Video gemacht davon, das werde ich irgendwann hochladen hier und ich habe es einfach im PC durchgeführt, also diese Dinger kann ich auch, dafür, dass er natürlich gar nichts davon kauft. Das heißt, ich würde das Ganze auch sagen, dass sind natürlich Leute, ja, Menge Leute, die das vertrauen gegen einfach Leuten, die einfach falsch gemacht hätten. Oh, jetzt muss ich gucken, wie kriege ich die Scheiße wieder aus? Wie kriege ich die Scheiße wieder aus eigentlich? So, Rechtsklick, Einstellungen, wo finde ich denn den ganzen Scheiß jetzt? Schließen, sehr wichtig, Alter. Nee, ich krieg das nicht weg, also tut mir leid. Also, ja, schalte ich 24 Stunden weg. Danke. Danke. Ja, danke. Dankeschön. So. Und das würde natürlich dieses Kauf bereitstellen. Und zwar alles so lief geliefert mit. Also ganze Funktionen, was ihr zum Beispiel bekommt. Also, ich krieg natürlich ein Passiv und solche Sachen und das einfach, das kostet Schutz und dann lädt man es runter und dann muss man seinen, dann fängt es an und dann Leute machen einfach falsch auf den Seiten. Einfach falsch kaufen. Vertraut Windows 10. Bitte, für alle. Ich würde sagen, vertraut alle Windows 10, weil Windows 10 ist natürlich das große Marktanteil für diese Systeme, die ich ja ansprechen kann, weil ich kann nur für System, weil ich die Leute das kennen. Und dafür würde ich natürlich nicht empfehlen, einfach diesen Weg, einfach Antivirenprogramm runterzuladen oder zu kaufen, würde ich nicht diesen Richtung nicht Weg nicht gehen. Da wird natürlich viel Geld bezahlen, großen Betrag bezahlen. Dann habe ich irgendwann keine Lust mehr, den Betrag dazu bezahlen. Also da würde ich natürlich empfehlen, dass sie bei Windows 10 das Feature nutzen. Das ist natürlich das da hier, ne? Aber ist natürlich für alle. Also es schützt natürlich auch der Antivirenprogramm von Windows 10. Und es hat natürlich Leistung besser. Manchmal die Leute kaufen und im Internet ausnutzen oder Spiele ausnutzen, dass der PC nicht mitmacht, also nicht mitmacht, zum Beispiel Leistungseinbußen auf 0 bis 1, also das ist sehr scheiße sowas.
Also wollte ich dieses Video machen. Ich hoffe, sagen, bitte kauf bitte keine Antivirenprogramm. Bitte kauft sie nicht. Das ist ein blöder Fehler, was die Leute machen. Die blöden Fehler, was man eigentlich kosten tut. Dann geht das Geld weg und dann hast du ein Problem. Also bitte nicht wundern, das Video ist nicht Produkt, keine Werbung oder so. Es wird nichts sponsiert hier. Wollte nur Leuten, wie Preise gibt. Also für Preisung sind 99 Bewertung und da sind Menge Leute, die das kaufen. Zum Beispiel McAfee kostet natürlich aktuell 5 Euro von Abo. Und für Preise, die sind ja aktuell sehr teuer, das ist auch, gehen die Kröten weg. Und dann hat man noch so ein digitales Leben zum Surfen. Aber ich bin natürlich eigentlich zufrieden, dass man natürlich Leuten schützen möchte und natürlich auch für Windows 10 alle. Dazu bitte kauft keine Antivirenprogramm, ist es natürlich Geldmacherei, Ärgerei und ich hoffe mal, wollte dieses Video ein Licht ins Dunkel führen und ich hoffe mal, es hat euch sehr gerne gefallen. Abonniert den Kanal nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen, wenn zum Beispiel das Video hilfreich geworden ist, zum Beispiel mein Geräte, das hilfreich ist. Da würde ich sagen, gerne jetzt Video beenden und abonniert den Kanal und tschüss.